Und wir kommen zur österreichischen Politik. Wenn der große Korruptionsuntersuchungsausschuss im Parlament demnächst seine Arbeit aufnimmt, dann wird es dort auch um ein 9 Seiten dickes Papier aus dem Jahr 2006 gehen. Um eine kurze Studie zum Thema Glücksspielsucht, die den Casinos Austria damals immerhin 300.000 Euro wert war. Erstellt hat diese teure Studie offiziell eine Firma, die bis dahin nicht gerade für ihre Glücksspielexpertise bekannt war, nämlich die Werbeagentur des BZÖ. Seit langem wird spekuliert, dass es dabei in Wahrheit um verdeckte Parteienfinanzierung ging. Und jetzt belasten die Aussagen von zwei früheren BZÖ-Funktionären beim Staatsanwalt den ehemaligen Parteichef Peter Westenthaler, der nach wie vor im Nationalrat sitzt. 9 Seiten inklusive Deckblatt. So dünn ist das Gutachten über Glücksspiel und Responsible Gaming der BZÖ-Werbeagentur Orange für die österreichischen Lotterien. Bezahlt wurden dafür 300.000 Euro, laut Rechnung für eine Beratung von April bis Juli 2006. Gegenüber der Staatsanwaltschaft Salzburg hat Arno Ecker, der damalige Geschäftsführer der Werbeagentur, ausgesagt, der Auftrag für dieses Gutachten sei direkt von Peter Westenthaler gekommen. Und zwar an Kurt Lukasek, einen langjährigen BZÖ-Mitarbeiter und engsten Vertrauten von Westenthaler. Lukasek bestätigt das und hat weiter ausgesagt, dass er das Gutachten über das Wochenende geschrieben hat. Im Bericht der Staatsanwaltschaft heißt es: Da sich Kurt Lukasek bis dahin nicht mit dieser Materie befasst gehabt hatte, erstellte er die letztlich 9 Seiten umfassende Analyse auf Basis von Internetrecherchen und übergab sie nach dem Wochenende an Ingenieur Peter Westenthaler. Peter Westenthaler will diese Zeugenaussage nicht kommentieren. Aus Sicht des grünen Peter Bild sei eindeutig, dass es hier keine Leistung gegeben habe. Der Verdacht ist eindeutig, illegale Parteienfinanzierung an das BZÖ über den Herrn Abgeordneten Westenthaler. Und das ist nicht nur im Parlament, sondern offensichtlich auch von der Strafjustiz zu behandeln. Westenthaler hingegen beruft sich auf einen Bericht des Bundesamts für Korruption und zitiert daraus: Aufgrund der bisherigen Ermittlungen dürfte sich der Verdacht der Untreue nicht erhärten. Gemeint ist damit der ehemalige Casino-Chef Leo Wallner. Für Westenthaler ist damit nicht verständlich, warum er dann unter Verdacht wegen Beihilfe zur Untreue steht und seine Immunität aufgehoben werden soll. Außerdem seien die Vorwürfe bereits verjährt. In 2 Wochen wird der Nationalrat über die Auslieferung von Peter Westenthaler abstimmen.